Hi und herzlich willkommen auf Rinas Backwelt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich Bruschetta am liebsten zubereite. Denn gerade in der warmen Jahreszeit ist Bruschetta eine ideale Vorspeise bzw. Beilage, ob zum gegrillten oder zum Buffet. Sie ist super einfach und schnell gemacht, lässt sich aber auch sehr gut vorbereiten. So, dann geht es jetzt direkt zu den Zutaten. Ich nehme 1 Kilo Strauchtomaten, eine Zwiebel, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 4 Esslöffel Olivenöl, einen Bund Basilikum, Salz und Pfeffer. Die Tomaten habe ich schon abgewaschen, halbiere sie, entferne den Strunk und damit die Bruschetta später weniger wässrig ist, entferne ich mit einem Löffel die Kerne. Dann schneide ich die Tomate in feine Würfel. Die Zwiebel wird geschält, ebenfalls fein geschnitten und zu den Tomaten gegeben. Nun hacke ich die Basilikumblätter und gebe sie dazu. Jetzt presse ich eine Knoblauchzehe hinein. Falls ihr einen intensiveren Geschmack haben möchtet, könnt ihr eine zweite Zehe beigeben. Dann gebe ich das Olivenöl hinzu. Zum Schluss würze ich es mit Salz und Pfeffer und vermenge alles gut miteinander. Hier habe ich ein Steinofenbaguette, natürlich kann man auch Ciabatta verwenden. Das schneide ich mir in Scheiben und gebe die Baguette-Scheiben anschließend für ca. 3 bis 5 Minuten in den Backofen, bis sie außen knusprig sind. So, die Baguette-Scheiben kommen jetzt aus dem Ofen und können direkt mit der Tomaten-Zwiebelmischung belegt und serviert werden. Die Tomaten-Zwiebelmischung könnt ihr auch sehr gut vorbereiten, denn dann kann sie noch gut durchziehen. Das Baguette würde ich allerdings erst kurz vor dem Servieren in den Ofen geben, damit es auch schön knusprig ist. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, ihr probiert mein Bruschetta-Rezept mal aus. Es ist nämlich super lecker. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.